Ja, mein Name ist Wieland Eschenburg. Ich war eine ganze Zeit lang Vorsitzender des Fördervereins Pfingstberg, habe den auch noch vor der Wende mit ins Leben gerufen und kann mich an viele sehr schöne, bewegende, auch lebensprägende Momente erinnern. Vor etwas über 20 Jahren haben wir auf dem Dach des Pomona-Tempels gesessen von Werner Otto die Spendenzusage zur Rekonstruktion des Westturms des Belvedere erhalten. Das war ein ganz großer Moment des Durchbruchs, aber auch wieder eine schöne Herausforderung, weil wir hatten zu diesem Zeitpunkt von der Hermann Rebsma Kulturstiftung schon die Zusage, die Hälfte des Turms gespendet zu bekommen, wenn wir es vermögen, die andere Hälfte dazu zu sammeln. Mit dieser Herausforderung sind wir dann an Hermann Hinrich Rebsma herangetreten und hatten das große Glück, dass er sagte, wenn das jetzt so gut läuft, dann lege ich nochmal drauf und gebe euch die Hälfte auch von dem Arkadengang, die Hälfte von der Eingangsportalsituation, von der Pegasus-Plattform, damit wir zur Eröffnung vor der Bundesgartenschau 2001 wirklich einen ordentlichen, schönen Zugang haben. Damit ging Träume in Erfüllung, die wir, als es losging mit unserem Bemühen der Urbarmachung des Geländes, nie zu träumen gewagt haben.